So, und jetzt müsste man uns auch sehen. Hallo Zuschauer! Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Hashtag PeteStream. Moment, lass mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich das mit Twitter vorher hier verchecke. So. Ja doch, wir machen jetzt hier den PeteStream. Den PeteStream Abkühlungsstream, ja. Bei diesem heißen Tag. Ist bei dir auch warm, Brami? Ist bei dir auch warm? Nee, hier auf meiner Seite von Köln ist kalt. Achso, okay, verstehe. Sind nur 10 Grad, geht klar, weißt du? Du bist ein Lügner. Also, liebe Zuschauer, schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute ein bisschen Minecraft streamen und mit Minecraft meinen wir vor allen Dingen halt die Sammelspiele, von denen wir mal ein bisschen was auf YouTube gemacht haben. Das heißt sowas wie Survival Games und Dragon Escape und sowas. Und dafür sind wir auf dem Mineplex-Server. Was ist die IP vom Mineplex-Server? Weiß ich jetzt gar nicht. Mineplex.com. Mineplex.com ist die IP vom Mineplex-Server, ja? Also wir wollen Geschichte. Wir wollen ja das nicht nur unter uns hier zu zweit zocken, sondern am besten natürlich, dass ihr auch ein bisschen mitzocken könnt, ja? Und um mit uns mitzocken zu können, müsst ihr in die Lobby 25 gehen. Da sind gerade noch 67 Plätze frei. Und wenn ihr in der Lobby seid, ist die Chance zumindest größer, mit uns zusammenspielen zu können. So. Weil, das stimmt. Versprochen ist es dann immer noch nicht. Das hat gerade ein bisschen länger gedauert, sorry, eigentlich wollten wir schon ein bisschen früher online gehen, weil ich es nicht hingekriegt habe, mit Bram in eine Party zu gehen. Aber wir wollen ja auf jeden Fall zusammen in einem Spiel sein. So, Bram, du hast heute Abend noch ein bisschen vor, MW2 zu zocken, was? Ja, heute Abend geht noch mal ein kleines Ründchen. Wow. Alter, zieht er den hier rein? Auch Bock. Der hat voll die Schweine am Start. Wow. Stimmt, der hat echt voll die Schweine am Start. Was, ein Schwein? Wahaha. Ich hoffe, der Server kackt gleich nicht ab. Nee, das ist kein Premium-Server. Mineplex.com ist ein ganz normaler Server. Und wie gesagt, Lobby 25. Oh, Lobby 25 ist jetzt auch voll. Oh Gott, wo kommen die ganzen Leute auf einmal her? Das war echt gerade so. Alle Stalker. 2 bis 3 liefen hier gerade rum. Achso, ja genau, jetzt wollte ich noch die Party-Aktion ein bisschen disablen, damit ich nicht die ganze Zeit von euch in Partys eingeladen werde, weil Bram und ich bleiben in einer Party, sagen euch dann, welches Spiel wir gehen. Und dann könnt ihr auch versuchen zu joinen und hoffentlich klappt es dann auch. Wir werden aber die Spiele eigentlich durchgehend wechseln, damit jeder, damit das halt fair bleibt für jeden, ne? Wäre gemein, wenn wir die ganze Zeit in einer Lobby bleiben würden. Womit wollen wir denn anfangen? Ich würd persönlich am liebsten mit einer Runde Survival Games anfangen. Einfach direkt mal am Anfang wahrscheinlich von unseren Zuschauern hart aufs Maul bekommen. Alter. Ja, kein Problem. Also, ich weiß ja, dass ich geil bin. Du bist Party Leader, ne? Ach, ich bin Leader? Oh, ja, ich glaube, du hast mich eingeladen. Das heißt, du musst... Survival Games. Ich komm gar nicht bis zu irgendwas. Ich müsste das übers Menü machen, weil die Leute mich... Lol. Okay, so. Wir sind bei Survival Games in welcher Lobby? Hast du das gecheckt? 3. 3. Wir sind bei Survival Games im Lobby 3. Also join schnell uns nach. 15 sind wir gerade. Ich weiß, das ist jetzt gemein mit Ping und so, also mit der Verzögerung. Und wir sind voll. So, Moment, welche Klasse nehme ich denn? Ich habe festgestellt, dass ich die Special-Klassen gar nicht so gut... Oh Gott, jetzt muss ich mich beeilen. Dass ich die Special-Klassen gar nicht so gut finde. Oh, Crouch to become invisible to compass tracking. Das ist ja gut zu wissen, das wusste ich noch gar nicht. So, wenn man hier nämlich irgendwie bei Mineplex Kohle bezahlt, dann kann man hier auch sowas wie den Bomber und Necromancer und so benutzen. Wir sind freigeschaltet worden, weil wir YouTuber sind, aber ich finde die Klassen gar nicht so cool. Ich werde jetzt am Anfang erstmal mit der Standardklasse starten. Ich habe mir den Brawler genommen. Den Brawler. Ich hoffe, ihr könnt Bram ganz gut verstehen. Aber da sich bisher noch niemand darüber aufgeregt hat, ich habe hier so einen leichten Blick. Sprich bitte in einem anderen Ton mit mir, danke. Melonenwasser ist not amused. Okay, Bram, sollen wir zusammen zocken? Ja, wir können uns erstmal ein bisschen zusammenschließen, wenn du möchtest. Ja, pass auf, ich sehe dich. Lass deinen Ausgang nehmen. Okay, lass deinen Ausgang hier nehmen. Siehst du mich? Ja. Okay, perfekt. Lass hier erstmal rumgehen. Ich habe schon eine goldene Axt abgesnackt. Das ist ein Premium-Start. Lass mal direkt ein bisschen durchrennen, würde ich sagen. Ein bisschen Abstand gewinnen. Ich frage mich, wie viele Leute uns gerade hinterherrennen. So, hier oben dann würde ich mal sagen... Hatte ich gerade einen harten Leck oder was? Ich hatte auch einen. War voll gemein. Boah, mein Movement ist Premium. Leck mich am Arsch. Boah, meins auch. Leck mich am Arsch, ey. So, hier erstmal ins Haus und gucken, ob es hier was zu essen gibt. Denn was zu essen habe ich nicht. Jawohl! So.
Falls ihr im Hintergrund mal ein Auto hört oder so, dann entschuldige ich mich mehrfach dafür. Das tut mir extrem leid. Aber bei der Hitze kann ich leider unmöglich ohne Fenster spielen. Dann muss ich leider sterben. Hier ist ein Gegner! Hier ist ein Gegner! Oh, er verpisst sich schon direkt. Na? Na? Na, Guy außer? Na? Verfolgst du ihn erstmal? Er haut voll ab. Lol, hat er mir gerade Essen zugeworfen? Oh, jetzt tut's mir fast schon ein bisschen leid. So, mein Essen ist nämlich schon voll krass runter. Brauchst du auch Essen? Ja, ich hab 4 Brote und 3 Hähnchen. Okay, perfekt. Ich habe noch ein Hähnchen über. Wir müssen mehr Ausrüstung suchen. Ich so, hab, falls du einen Bogen hast, ich habe 3 Arrows. Ich hab einen Bogen, tatsächlich. Ja, perfekt, dann gebe ich dir die 3 Arrows sofort mal. Hier ist noch eine Wooden Axe, falls du was zum Hauen brauchst. Die habe ich auch sofort fertig. Boah. Und wo bist du denn hin? Da vorne in der Ecke ist auch noch was. Ah, cool. Ich wirf's dir gerade hin. Und essen? Hier sind auch die 3 Arrows. Ja, wenn du mir... Ja, das ist super, dankeschön. Sauber. So, jetzt würde ich mal sagen, ich direkt mal ins nächste ganz Haus. Ganz schnell hier vorne. Ah, da was? Ja, oh, da, genau. Rechts von dir, rechts von dir! Wo ist er? So. Jawohl, Alter! Oh, nein. Moment, jetzt muss ich ja ganz kurz gucken. So, hier ist noch eine Hose. Ich weiß nicht, ob du eine hast. Eine Angel gebe ich dir mal. Die ist auch recht stark. Wooden Axe hast du da schon. Weiß ich. Golden Axe hast du auch schon. Golden Axe habe ich nur. Hast du noch Sticks? Dann könntest du Arrows machen. Ja, habe ich leider nicht. Na shit, okay, alles klar. Dann lass mal weitergehen. Ja, genau. Ich bin dafür, dass... Hast du eine Kappe? Kappe habe ich. Sogar eine ziemlich gute. Gibt's hier keinen ersten Stock? Oh, scheinbar nicht. Irgendwie nicht. Na gut. Links neben steht noch ein Haus. Peter, das gewissenlose Schwein, killt wieder grundlos Leute wie in Daisy. Ja, bei Survival Games, weißt du. Ach cool, hier ist noch eine Kiste. Ja, perfekt. Schon leer. Castle Siege, da könnt ihr bis zu 100 Leute mitmachen. Das kenne ich gar nicht, das klingt ja voll geil. Ich auch noch nicht. Oh, sollen wir hier hoch? Ja, lass mal hier hoch. Ist ja interessant. Hab so geschwitzt, weil ich so heiß bin. Jawohl, Edex 5. Ich bin runtergefallen. So, bitte. Leute, ich komm da auch nicht hoch. What the fuck? Hat genutzt. Okay, lass ihn mal so, anders hingehen. Ich bin oben. Ah, du bist oben. Wie hast du das gemacht? Ja, du musst crouchen. Ach, ich muss crouchen. Ja. Blöd. Ist eine Höhle. Okay, ich bin dafür zu blöd. Ah, jetzt. Alter, voll der Geheimweg hier, ey. Leck mich am Arsch. Komm, jetzt gib ihm. Weiß nicht, wie geheim der wirklich ist. Gib uns mal die Uber-Truhe, ja, stimmt auch wieder. Castle Siege ist echt cool. Warning, Collapsed Cave. Okay. Das Gefühl, dass wir ja, relativ grundlos hier nur uns. Nein! Oh! Du da, Peter? Ja, mich am Arsch, bin fast runtergefallen. Ja, bei dem Sprung. Genau! Lol. Boah, ich dachte gerade, du hättest noch einen tieferen Abgang gemacht. Kommst du zu der Treppe hier? Da hinten ist eine Truhe, ich sehe eine Truhe, aber vielleicht ist so. What the fuck? Hast du mich gerade mit Ground Powder gehittet, ey? Du hättest mich hier fast runtergeballert. Lol, echt? Wie hab ich das denn gemacht? Ich glaube, Rechtsklick. Na, hier oben ist nichts mehr. Hier oben ist nichts mehr. Da unten ist ein Gegner. Aber das war vorne eine Spur. Hier ist noch eine Steinaxt. Willst du die haben noch vorher? Ja, schmeiß mir die schnell hin. So. So, wo ist dieser? Da, wo ist der Typ? Hier ist auch noch eine Truhe. Oh, geil. Goldene Hosen, Lederhosen. Ach, der Lederhosen. Hey, Peter? Ja? Just me. Geronimo! Okay. Jawohl! Leute, der ist voll überrascht. Alter, ich komme hier nicht raus. Nein, Spinnenweben! Ich häng fest. Aber wenn er jetzt einen Bogen hat, dann sind wir voll am Sack. Hat er nicht. Hat er echt nicht. Der verpisst sich. Angst. Das war Trust me, das war in die Spinnenweben springen. Ey, mit Trust me war ich einfach nur, wir werden nicht sterben, wenn du mir hinterher springst. Alter, ich hänge voll ewig drin. Der verpisst sich da vorne. Oh nein. Aua. Ja, ich hab dich da nur rausgedüngst. Ah, okay. Ich hab leider keine Angel, um dich da rauszuholen oder so. Boah, komm schon. Komm schon, da sind bei dir noch ein paar Meter. Jawohl. Jawohl, let's go. Scheiße, jetzt ist der da hinten in dem anderen großen Haus. Ja, egal, wir holen den. Wobei, ich muss sofort nochmal was essen. Ich hoffe, dass mir die Ausdauer hier leer geht. Da hinten ist er. Jawohl, ich sehe seinen Namen, Baby.
an. Ja, guck mal, wie der uns den Rücken zukehrt, als wäre er der King, ey. Ich glaube, der läuft echt ein bisschen verwirrt durch die Gegend, ohne Spaß. Alter, der verpisst sich jetzt. Alter, da vorne ist TNT. Das ist die Falle. Bram, das ist eine Falle. Das ist keine Falle. Nein, der hat das TNT aufgesammelt. Boah, Bram, der Sniper, ey. Nice. War ein geiler Headshot. Ich hab noch Pfeil für dich, Cool. Ne, brauche ich alles nicht. Scheiße, TNT habe ich leider nicht gekriegt. Ihr sollt mal in der Hütte gucken, vielleicht gibt's hier irgendwas drin. Ja, lass mal gucken. Leben gar nicht mehr so viele Leute. Leben noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute gerade. Also läuft. Das ist auch ein bisschen gemein, wenn man sich zu zweit zusammentut, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin ein bisschen stolz auf unsere Community, dass sie uns nicht direkt am Anfang hinterhergerannt ist. Guck mal, da hinten sind auch noch Truhen. Na, wie kommen wir da denn am besten hin? Oh, hier ist erst noch ein Haus. War in der Truhe eigentlich was, wo du gerade drin warst? Ja, eine goldene Axt. Hast du mittlerweile Sticks? Ja, immer noch nicht, aber ich habe zwei Pfeile noch. Ja, immerhin. Das geht okay, halt es leben nur noch vier Leute. Theoretisch könnten wir jetzt Deathmatch starten. Das stimmt. Aber vorher nochmal perfekt ausrüsten, sagst du? Ja, ganz schnell mal gucken, ob wir das kriegen. Was ist das denn hier für ein Schalter? Oh, der macht nichts. Da vorne kommt das Eis, auf uns zu. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, rechts von uns. Ja, wir müssen... Ein bisschen vorsichtig sein. Oh, ich habe voll vergessen, Musik anzumachen, fällt mir gerade mal auf. Mach ich nach der Runde, versprochen. Hier ist nichts drin. Da vorne sind die beiden, ich sehe deren Namen. Bin auch verbündet. Egal. So jetzt. Oh Gott! Oh Gott! Der hat einen! Oh, der hat einen Wolf! Wir hatten. Fuck! Ja, der hat einen Fuck, genau so sieht's aus. Der hat einen. Moment, jetzt würde ich die ganze Zeit. Wie kann ich denen zuschauen? Scheiße, ich will denen zugucken. Ah, ich sehe die Namen. Jetzt müssen die sich ja gegenseitig killen. Andere Wahl haben sie ja jetzt nicht mehr. Oder lebt nur noch einer? Ne, leben noch zwei. Hast du einen von denen gekillt? Nee, das war nur einer, der hatte einen Hund dabei. Ach, das war nur einer? Ach lol, deswegen habe ich zwei Namen gesehen. Alter, wie der ausgerüstet ist mit ganz viel Eisenkram und alles verzaubert und so. Der Morten 7001. Oh, guck mal, Harry Gary schreibt Grüße aus Kevlau und nebenan von Hardys Mom. Grüß zurück. Ja, auf jeden Fall. Der besucht Hardys Mom bestimmt zwischendurch, um ihre Gelüste zu befriedigen. Niemals beim PvP rückwärts laufen. Ja, falls ihr Tipps habt, immer gerne. Können uns auch gerne als Beispiel so Tipps an, noch wie, seid doch mal besser. Ja, die helfen da natürlich weniger. Was ich beispielsweise nie mache beim PvP, was glaube ich saudämlich ist, ich blocke nie. Oh, jetzt gibt's ein Battle, Junge. Oh, der Awesome J-Man hat die ersten Hits gelegt, deswegen versucht er gerade ein bisschen abzuhauen und sich zu regenerieren. Oh, und jetzt rennt er Richtung Eis, saugefährlich. Oh, da kommen die Eisblöcke. Boah, Alter, clever, gut gespielt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch dafür, ehrlich gesagt, dass Morten gewinnt, weil dann hätte der Gewinner uns besiegt und dann ist das alles nicht so peinlich. Komm, oh, wie sie Abstand gewonnen haben, Jetzt rennt er voll aufs Eis zu. Was ist sein Plan? Was ist sein Endgoal? Sei doch mal besser, Mann. Ja, guck, jetzt kommt's. Blocken ist unnötig, schreibt einer. Guck, das ist schon mal gut. Oh, jetzt versteckt er sich. Wo ist denn der andere? Wartet der andere hier oben oder wo ist er? Ne, ich weiß gar nicht. Hä? Weißt du, wo der andere ist, Bram? Ja, ich sehe auch nur den einen, der da halt rumsteht die ganze Zeit mit dem Hund. Der war doch vorhin noch hier in der Deathmatch-Area, wo wir gestartet haben. Ja, der andere ist auf der anderen Seite von dem Haus. Ah, okay. Es kommt noch näher. Ja, Deathmatch startet auch in 60 Sekunden oder mittlerweile wahrscheinlich nur noch 30. Dann werden die eh teleportiert. Darauf warten die jetzt wahrscheinlich. Hat Morten gut gemacht, dass der da echt noch weggekommen ist, ey. Ich dachte schon, es wäre vorbei mit ihm. Oh, der ist jetzt über Morten. Oh, jetzt werden sie sich wahrscheinlich sofort treffen. Oh, der andere weiß nicht. Oh, krass, Morten von hinten. Oh, da jetzt! Oh, Überraschungshit! Ja, voll, Morten hat gewonnen. Oh, guck mal, Bram, du bist Dritter geworden. Respekt, Alter. Juhu! Yay! Wusste ich. Ich bin der Geilste. Du bist ein guter Mann, ey. So, und jetzt werden wir aber aus der Lobby wieder rausgehen, denn alles andere wäre ja gemein. So. Dann haben wir auch das Hub, oder was? Weil jetzt müsst ihr ja quasi wieder zusammen haben. Ich sag, Server 24.
Bam. Okay, bin im Hub. Jetzt muss ich mal ganz kurz Musik anschalten.